Auf die letzte Bridgeboard-Folge müsst ihr noch etwas warten. Daher widmen wir uns jetzt nochmal unserem liebgewonnenen Amiga 2000. Diesmal ganz ohne Augenmerk auf das Bridgeboard, sondern wir legen den Fokus nochmal auf das Thema Grafikausgabe. In Folge 11 haben wir bereits die Geräte Multivision 2000 und Indivision ECS kennengelernt, welche den Anschluss eines VGA-Monitors an den Amiga 2000 ermöglichen. Doch diesmal wollen wir unser System noch weiter verbessern. Höhere Auflösungen und mehr Farben verspricht uns der Einsatz einer Grafikkarte. Hier ist der Chips 18, der Amiga und die Grafikkarte. Viel Spaß dabei! Wie so oft kommt zunächst einmal ein bevor es losgeht. In der Zwischenzeit war ich nicht ganz untätig und rein zufällig sind mir ein paar Hardwarebrocken für den 2000er in die Hände gefallen, welche ich euch nun erst einmal vorstellen möchte. Die bekannte Turbokarte A2620 hat Platz gemacht für ihre große Schwester, die A2630, was dem Amiga einen spürbaren Leistungszuwachs gebracht hat. Der Austausch war recht simpel, die A2620 fliegt raus, die A2630 kommt rein und fertig. Wie bereits in früheren Folgen gesagt, hat leider auch die A2630 die Krankheit, ihren Arbeitsspeicher im Zorro 2-Bereich einzubinden, unterliegt also der 8-Megabyte-Grenze. Bei der A2620 muss man mit diesem Designblödsinn leben. Die A2630 jedoch hat auf der Rückseite die Anschlussmöglichkeit für echtes 32-Bit Fastram, welches eben nicht unter die 8-Megabyte-Grenze fällt. Hier sehen wir das Ganze in Aktion. An die A2630 ist eine DKB2632 angeflanscht. Ein tolles Stückchen Hardware-Pornografie. Heutzutage praktisch nicht mehr zu bekommen, was auch für die alternativ einsetzbare Speichererweiterung Access32 gilt. Viel gibt es allerdings zur 2632 nicht zu sagen. Die Rede ist von maximal 112 MB Fastram insgesamt, es können RAM-Riegel unterschiedlicher Speichergröße eingesetzt werden und man muss die Erweiterung mit dem mitgelieferten Programm namens 2632 am Anfang der Startup-Sequence starten, damit der Speicher eingebunden wird. Arbeitsspeicher sorgen, ade. Sonst hat sich an unserem 2000er hier nichts geändert. In Folge 11 haben wir bereits Hardware kennengelernt, welche uns einen VGA-Monitor an den Amiga anschließen lässt, nämlich die neuere Indivision ECS von Individual Computers, derzeit noch käuflich erwerbbar, bei Vesalia zum Beispiel, und die alte Multivision 2000. Damals konnte ich nur darüber sprechen, nun habe ich sie hier, den dritten Display Enhancer im Bunde, made by Commodore in 1990, die A2320. Sie arbeitet mit dem gleichen Amber-Chipsatz, welcher auch im Amiga 3000 zum Einsatz kommt und dort VGA ermöglicht. Ich konnte das gute Stück direkt als Plug-and-Play einsetzen, Karte rein, VGA-Monitor dran und los geht's. Am Multivision 2000 mussten wir ja ziemlich lange herumfummeln und frickeln, bis der verwöhnte TFT-Monitor sich bequemen wollte, das ihm angebotene Signal auch darzustellen. Bei der A2320 hingegen funktionierte das Ganze auf Anhieb. Einziger praktischer Unterschied zum Multivision 2000, die A2320 hat keine Anschlüsse für die Soundausgabe. Aber mal ganz ehrlich, sowas braucht man an dieser Stelle auch nicht wirklich. Aus gegebenem Anlass sei noch gesagt, mir ist rein zufällig natürlich wieder ein Amiga 2000A, also ein Braunschweiger Modell in die Finger geraten. Multivision 2000 als auch A2320 können nicht am A-Modell eingesetzt werden. Gut, egal jetzt, ob wir den Indivision ECS oder A2320 einsetzen wollen, wir haben wieder den Status Quo erreicht, unser 2000er kann an einen VGA-Monitor angeschlossen werden. Aber wir wollen ja jetzt mehr. Zum großen Grafikkartenglück soll uns eine Zorro-Grafikkarte verhelfen und, wie es der Zufall will, bin ich gerade im Moment in den Besitz einer Picasso 2 Plus Grafikkarte gekommen. Die ist, genauso wie eine normale Picasso 2 ohne Plus, optimal für den Einsatz im 2000er.
Der hardwareseitige Einbau ist komplett simpel. Ihr sucht euch einfach einen freien Zorro-Slot aus und steckt dort die Grafikkarte hinein. Man kann zwar auch viele Grafikkarten benutzen, die eigentlich für die Zorro 3 Amigas gedacht sind, also den 3000er und den 4000er, aber das wäre schon deftig übertrieben, denn die Karten müssen dann auf Zorro 2 Speed heruntergebremst werden und können ihr volles Potenzial bei weitem nicht ausspielen. Ganz egal, für welche Zorro-Grafikkarte ihr euch entscheidet, ihr solltet auf jeden Fall eine Karte nehmen, die sowohl einen VGA-Ausgang als auch einen VGA-Eingang hat. Es gibt Zorro 3 Grafikkarten, wie etwa die CyberVision 64 3D, welche ein eigenes Flickr-Fixer-Modul haben. Diese Karte ist für den Amiga 3000 und 4000 gedacht, denn dort haben wir die Situation, dass der Videoslot in Reihe zu einem Zorro-Slot liegt. Die Verbindung zwischen Amiga Screen Modes und Grafikkarten Screen Modes geschieht hier also intern und muss nicht, wie bei unserem A2000 hier, mit einem externen kurzen Kabel realisiert werden. Ja doch, wozu das Ganze? Es fängt ja schon wieder an, verdammt kompliziert zu klingen. Erinnern wir uns nochmal kurz daran, warum wir einen Scan-Doubler und oder Flickr-Fixer überhaupt brauchen. Das Standard-Amiga-Bildsignal arbeitet mit 15 kHz horizontaler Frequenz. Die meisten VGA-Monitore beginnen aber erst ab 30 kHz mit der Synchronisierung. Der Scan-Doubler verdoppelt die 15 kHz des Amiga-Signals und ermöglicht somit die Nutzung eines VGA-Monitors. Ein zusätzlicher Flickr-Fixer entfernt noch das Zeilenflimmern bei den Interlaced Screen-Modi. Soweit, so bekannt. Amiga-Grafikkarten liefern von Haus aus bereits ein taugliches VGA-Signal. Hier kann man den Monitor direkt anschließen. Damit würde die Workbench beispielsweise wunderbar angezeigt werden. Starten wir aber nun ein Spiel, so schaltet der Amiga um auf den Screen-Mode, welchen das Spiel fordert. In aller Regel ist das einer der normalen 15 kHz Modi, PAL oder NTSC. Haben wir nun also keinen Scan-Doubler, wird der VGA-Bildschirm dunkel. Jetzt kommt der VGA-Eingang an der Grafikkarte zum Tragen. Die Amiga-Screen-Modi werden durch unseren Scan-Doubler-Flickr-Fixer auf VGA-Niveau aufbereitet und dann, wenn sie von der Software angefordert werden, schaltet die Grafikkarte den Amiga-Screen-Mode einfach durch. Et voilà, wir haben ein Bild. Wir merken uns also, aus der Grafikkarte kommen nur die Screen Modes, welche die Grafikkarte selbst generiert. Die Amiga Screen Modes kommen nach wie vor vom Chipsatz des Amiga und müssen, um an einem VGA-Monitor angezeigt werden zu können, aufbereitet werden. In den Bedienungsanleitungen vieler Amiga-Grafikkarten findet man den Warnhinweis, dass man den Amiga nach Einbau der Karte nicht einfach so mit angeschlossenem Monitor einschalten soll, da es sonst möglicherweise durch Fehlkonfiguration zu Schäden am Monitor kommen könnte. Ja, dies trifft zu allerdings auf die alten CRT-Monitore. Neuere TFT-Monitore jedoch schalten bei einem unbekannten Eingangssignal auf stur, zeigen nichts an und sind daher kaum in Gefahr, durch etwa eine zu hohe Auflösung oder eine inkompatible Wiederholfrequenz beschädigt zu werden. Wir können also getrost direkt einen TFT-Monitor anschließen und den Amiga einschalten. Neben der Grafikkarte selbst, welche einfach in einen freien Zorro-Slot gesteckt wird, braucht ihr dazu natürlich die passende Software. Bei mir war noch eine funktionsfähige Diskette dabei, wenn ihr so etwas nicht habt, kein Problem. Für die meisten heute noch erhältlichen Grafikkarten könnt ihr euch die Software aus dem Aminet oder von der Amiga Resource CX Seite herunterladen. Die Installation der Picasso 96 Software verlangt uns nicht viel ab. Zu Beginn sollte man die Option Geübter Benutzer wählen, es sei denn, man möchte, dass die Installation in der Work-Partition erfolgt. Ich habe bei mir hier keine Partition, die so heißt, was unweigerlich zu einer Fehlermeldung führen würde. Bei den restlichen Abfragen könnt ihr euch einfach durchklicken.
Nach einem Neustart des Amiga finden wir in unserer Systempartition unter Prefs ein neues Piktogramm namens Picasso 96 Mode. Mit diesem neuen Tool legen wir uns nun die Screen Modes fest, welche wir später anwenden wollen. Es ist also nicht so, wie etwa auf einem Windows PC, dass auf einen Schlag sämtliche Screen Modes angezeigt werden. Nein, denn so eine Grafikkarte kann ja eine Vielzahl an Screen Modes darstellen und die meisten davon, damals musste man davon ausgehen, waren für den eigenen Monitor überhaupt nicht geeignet. Warum sich also so ein Durcheinander anzeigen lassen, wenn man Ordnung haben kann? Wir starten also Picasso 96 Mode. Und links sehen wir unter Resolutions ein paar voreingestellte, recht kleine Auflösungen. Die sind mir zu wenig. Ich möchte hier jetzt gerne eine Super VGA-Auflösung 800x600 haben. Dazu ziehe ich per Drag and Drop ein New Item von dem Piktogramm nach Resolutions, lasse hier los und es wird mir eine 640x480 angeboten. Das ist mir zu wenig. Zunächst muss das Ding auf Active gesetzt werden, passiert mit einem Doppelklick. Und darunter kann ich dann festlegen, wie breit und wie hoch meine neue Auflösung sein soll. Also 800x600 Bildpunkte. Ganz unten sehen wir Name Picasso 2 800x600. Das kann man frei benennen, so wird später in den Amiga Screen Modes der neue Screen Mode heißen. Auf der rechten Seite legen wir nun fest die Farbtiefe, welche wir verwenden wollen. Dazu ziehen wir wieder ein New Item von dem Piktogramm rüber nach Modes. Und auch hier bekommen wir eine Voreinstellung gezeigt, 256 Farben, müssen wir erstmal auf Active setzen wieder, aber 256 Farben, das ist uns zu wenig, wir können von 16 Farben bis zu True Color 32-Bit Farben alles auswählen, ich will es jetzt mal hier nicht übertreiben, High Color 16-Bit Farben sollen mir mal genügen. Ja, und darunter in diesen Einstellungen, die ihr hier seht, damit werdet ihr nun einigen Spaß haben, denn jeder Monitor bedarf hier seine ganz eigene individuelle Einstellung. Und das wird ein bisschen ein Gefrickel. Die Darstellung, die ihr hier seht, ist auf einem RGB-Monitor. Jetzt schwenken wir rüber auf den angeschlossenen VGA-Monitor und lösen mit einem Klick auf Test die Anzeige des VGA-Testbilds aus in unserer 800x600 Auflösung. Und ihr seht, das Bild ist krumm und schief. Die Ecken und Kanten sind nicht in den Ecken und Kanten des Monitors, also so passt es nicht. Ich habe hier schon ein bisschen Vorarbeit geleistet und deswegen weiß ich eben schon ziemlich genau, was ich unter Frame Size, Border Size, Position, Sync Size und Sync Polarity einzustellen habe, sowie auch oben beim Timing. Wie gesagt, das ist bei jedem Monitor anders. Ihr müsst da einfach ein bisschen herumprobieren und immer mal wieder auf Test klicken. Auch solltet ihr die Autojustage-Funktion eures TFT-Monitors bei jeder neuen Einstellung verwenden, denn wenn er sich zuvor auf einen falschen Parametersatz selbst justiert hat, dann könnt ihr die richtigen Parameter eingeben, wie ihr wollt, und er zeigt euch das Ganze immer noch falsch an. Die korrekte Darstellung seht ihr nun hier. Euer Testbild füllt mit seinem äußeren weißen Rahmen genau die Bildfläche des Monitors aus. Wenn alles so passt, speichern wir das Ganze ab. Dazu gehen wir mit gedrückter rechter Maustaste nach links oben in das Menü der Einstellungen und sagen dort Save. Warum jetzt in diesem Moment unser gewählter Mode wieder auf Inactive springt, ich weiß es nicht. Doppelklick darauf, aktiviert ihn wieder. So, um das Programm zu beenden, klicken wir unten links auf Save und jetzt will der Amiga einen Reboot haben und den genehmigen wir ihm. Nach dem Reboot öffnen wir auf unserer Systempartition den Ordner Prefs und dann Screen Mode. Und hier finden wir nun unseren zuvor angelegten Screen Mode Picasso 2 800x600 High Color. Bevor wir auf den umschalten, gerade mal einen kurzen Augenblick verschwenden, einen Blick auf das Chipmem werfen, 933 Kilobyte, das wird später noch recht interessant werden. Wir merken uns einfach mal diesen Wert und schalten jetzt um auf 800x600 und drehen die Farben natürlich tüchtig auf. 16-Bit haben wir ja immerhin zur Verfügung. Und mit Speichern, klatsch, die Grafikkarte schaltet sich zu und wir haben eine Workbench von 800x600 Bildpunkten. Okay, von den 16-Bit-Farben sehen wir momentan noch nicht allzu viel.
aber hier ist tierisch viel Platz. Und jetzt schauen wir uns mal etwas genauer an. Wir haben 1 Megabyte Chip RAM frei. Das ist interessant, denn unser Amiga 2000 hat ja nur 1 Megabyte Chip RAM. So viel haben wir noch nie hingekriegt. Wie kann das sein? Ganz einfach, die Picasso 2 übernimmt ja jetzt die komplette grafische Darstellung. Also übernimmt sie mit ihrem Speicher auch das, was vorher vom Chip RAM abging. Und beim Stichwort Speicher kommen wir auch zu einer möglichen Problemursache, warum die Picasso nicht arbeiten will, beziehungsweise warum man nach dem Einbau der Picasso Probleme mit anderer Hardware hat. Dazu starten wir mal SysInfo. Und wenn man hier jetzt sieht, SysInfo startet im PAL-Modus, das heißt, das VGA schaltet sich weg und das Amiga-Bildsignal wird wieder durchgeschliffen auf den TFT-Monitor. Ja, man sieht, die Einstellung hier ist jetzt nicht ganz hundertprozentig, deswegen schwenke ich jetzt mal wieder rüber auf meinen RGB-Monitor. Das ist auch schöner zum Filmen, weil hier alles schön auf 16:9 hochgestretched wird. Müsst ihr euch links und rechts nicht die schöne verputzte Wand anschauen. Klicken wir im SysInfo auf Boards, bekommen wir eine Übersicht über sämtliche Steckkarten, welche im Amiga 2000 installiert sind und, für uns viel wichtiger, wie viel Speicher sie vereinnahmen. Denn wir wissen ja, auf dem Zorro 2 Bus existiert die 8 Megabyte Grenze und die dürfen wir auf keinen Fall überschreiten, sonst gibt es Probleme. Schauen wir uns das Ganze also mal an. Ganz oben sehen wir die vermaledeite A2630 Turbokarte mit ihren 4 Megabyte Fast RAM. Das hat jetzt nichts mit der DKB Speichererweiterung zu tun, sondern das sind die 4 Megabyte, welche direkt auf der Turbokarte installiert sind. Darunter sehen wir 64 Kilobyte. Das ist das ROM der A2091, also unseres Festplattencontrollers. Die darunter stehenden 512 Kilobyte gehören ebenfalls zur A2091. Sie ist zwar mit 2 Megabyte FastRAM bestückt, ich habe allerdings den Jumper umgesteckt auf 512 Kilobyte, damit wir eben nicht die 8 Megabyte Grenze sprengen. Also diese 512 Kilobyte sind FastRAM auf der A2091. Darunter sehen wir hier die 2 Megabyte Grafikspeicher, welche auf unserer Picasso 2 Plus Karte verbaut sind. Und darunter die 64 Kilobyte, das ist wieder das Betriebs-ROM der Picasso Grafikkarte. Ganz unten, relativ genügsam, mit 512 Kilobyte unser Bridgeboard. Wenn wir hier diese Werte alle mal zusammenrechnen, kommen wir grob auf 7,5 Megabyte. Wir sprengen also nicht die 8 Megabyte Grenze und demnach können alle Steckkarten nebeneinander funktionieren. Was kann man jetzt aber mit so einer super-duper-mega-Grafik anfangen? Naja, man kann zum Beispiel ein bisschen in die Spielerei gehen, so wie ich hier, und sich erstmal für die Workbench ein schönes Hintergrundbild zaubern. Und als kleine Hommage an die frühere Heimat meiner gerade erst neu erstandenen Hardware habe ich hier ein schönes Hintergrundbild von, ja, vom wunderschönen Franken. Ja. Es ist zwar schön anzuschauen und es ist auch schön knallig bunt, aber wegen seiner Wuseligkeit als Hintergrundbild vielleicht dann doch eher ungeeignet. Naja. Es ist übrigens ein IFF-Bild, ein Interchange-File-Format, welches man sich mit dem Windows-Programm XNView selber herstellen kann. Man kann in diesem XNView einfach ein gewohntes JPEG-Bild laden oder ein anderes gängiges Windows-Format und das im Amiga-tauglichen IFF-Format speichern. Ich ändere jetzt mein Hintergrundbild mal wieder in etwas, was etwas tauglicher ist als Hintergrundbild, nämlich das Logo der ersten Internet-Sendeanstalt, welches es sich ans Bein gebunden hat, die Yesterchips zu veröffentlichen. Das Circuit Board TV. Yeah, also wer es noch nicht kennt, www.circuit-board.de und da kann man dann auf den Kanal Circuit Board TV gehen. Ja, ansonsten für den gemeinen Zocker an sich ist so eine Grafikkarte relativ uninteressant, da die meisten Amiga-Spiele in PAL bzw. NTSC produziert sind. Das heißt, es wird dann sowieso umgeschaltet. Aber für den gehobenen Spieler gehört natürlich eine entsprechende Verpackung dazu und so eine schöne aufgehübschte Workbench mit einer hohen Auflösung macht doch durchaus etwas her. Ja, zum Beispiel hier im Betrieb des AWeb Internet Browsers
eine hohe Auflösung. Viele Farben spielen hier jetzt erstmal keine Rolle. Aber die hohe Auflösung, die macht zumindest schon mal einiges her in Sachen Platz auf der Workbench. Wir haben eine schöne Übersicht und das Ganze sieht schon deutlich besser aus als in unserer früheren normalen Amiga-Auflösung. Was allerdings interessant werden kann, unser Amiga 2000 hat jetzt das Leistungspotenzial erreicht, wo das hier interessant sein kann. Amiga OS 3.9, das letzte offiziell veröffentlichte Amiga-Betriebssystem für klassische Amiga. Ja, und so sieht das Ganze aus. Die OS 3.9 Workbench mit dem dazugehörenden Classic Workbench Paket. Das Ganze sieht deutlich hübscher aus und macht natürlich auch viel mehr her. Und zu den sphärischen Klängen von Olaf Gustafssons Titelmelodie zu Pinball Illusions sehen wir uns mal ein paar Anwendungsbeispiele an. Und selbst so kleine Appetit hatten wie die Workbench-eigenen Spiele, welche allesamt interessante Klone von ja, bekannten Arcade-Spielen sind, die machen mit so einer Grafikkarte doch gleich etwas mehr Spaß. Asteroid. Eine andere Amiga und eine andere Grafikkarte, hier ein A4000 mit einer CyberVision 64 Grafikkarte. Wir fahren hier eine Auflösung von 1024x768 Bildpunkten, das Ganze bei einer Farbtiefe von 16 Bit, also wie zuvor im 2000er High Color. Und selbst im seriösen Bereich ist so eine Grafikkarte durchaus nützlich. Denn wenn man sich so einen schnöden Textverarbeitungsautomaten hier mal anschaut, dann sieht das doch tatsächlich schon in die Richtung von IBM aus. Es ist immerhin keine pixelige Standard-Amiga, in Anführungszeichen Spielzeuggrafik mehr. Nein, das sieht schon sehr, sehr seriös nach Business aus. Eigentlich ekelhaft. Machen wir das gleich mal wieder weg. Aber da wir gerade die PC-Welt erwähnen, es gibt hübsche Portierungen von bekannten PC-Spielen auf den Amiga, welche hier mit einem Grafikkartenbetrieb auch noch etwas schöner aussehen. Ich denke, zu dem folgenden Ego-Shooter muss nicht viel gesagt werden. Vielleicht eins dazu, sicherheitshalber habe ich die gewaltträchtigen Szenen mal herausgeschnitten. Wie wir hier erkennen können am unteren Statusbalken, die Auflösung 800x600 ist deutlich höher als die Auflösung, welche das Spiel normalerweise im MS-DOS-Betrieb hat. Und es ist durchaus hübsch anzusehen. Oh, verreck du Sau! Ja, also wie gesagt, die gewalttätigen Szenen habe ich sicherheitshalber mal rausgeschnitten. Man weiß ja nie genau, was da kommen mag. Doom ist ja immerhin, ich glaube, legalisiert worden, ja, rehabilitiert worden, will ich mal sagen. Verreck! Ja, natürlich, bevor gemeckert wird, IDDQD, IDKFA, na, ist klar. Gehört dazu.
funktioniert auch auf dem Amiga. Warum auch nicht? Und fertig! Ja, man könnte ewig weiterspielen. Irgendwie kennt man auch die ganzen Level noch komplett auswendig. Es ist erschreckend. Aber gut, kehren wir zum Schluss nochmal zurück in die Welt der Amiga-Spiele, in die Welt der WHD-Load-Spiele und als Beweis, dass umgeschaltet wird von VGA auf PAL. Hier ein Beispiel von Westwood Dune 2. Ich spiele es am liebsten übrigens auf Englisch, weil die deutsche Synchro, die ist wirklich bitterbös. Konstruktion fertig. Ich will hier jetzt keineswegs über Spiele reden, aber wenn ich Dune 2 so sehe, da kriege ich schon wieder Gänsehaut vor freudiger Erregung. Also das war das erste Strategiespiel, was ich überhaupt jemals gespielt habe. Und ich hing daran. Ich hing wirklich an diesem Spiel. Und von dem Soundtrack, da habe ich Albträume gekriegt. Aber egal, das muss sein. So wie man heute an Horrorspielen hängt, ja, man traut sich eigentlich gar nicht, sie zu spielen. Ja, weil das, da erschreckt man sich ja. Aber man will's trotzdem. Ja, ihr kennt das. Und beim Beenden schaltet unsere Grafikkarte souverän wieder den VGA-Modus ein und wir sind zurück auf unsere schicken Workbench. Und das soll es jetzt gewesen sein zum Thema der Amiga und Grafikkarten. Ich hoffe, ich konnte euch einen gewissen Überblick über das Thema verschaffen. Was man alles so mit einer Grafikkarte anfangen kann, das überlasse ich eurer Kreativität. Früher waren Grafikkarten selbstverständlich in der Hauptsache im Einsatz bei Videobearbeitungen und im professionellen Bürobereich. Heute dürfte es vielmehr vom Geschmack und vor allem den Spinnereien des Benutzers abhängen, was man mit so einer Grafikkarte alles anstellen kann. Unterm Strich muss ich aber sagen, in einem großen Amiga wie dem 2000er macht sich so eine Grafikkarte sehr gut und wenn es nur dafür ist, dass die Workbench richtig schön schick aussieht. Empfehlen kann ich drei Grafikkarten, die Picasso 2, Picasso 2 Plus und die CyberVision 64. Diese Karten habe ich allesamt selbst hier bei mir. Ich habe sie im Einsatz und bin von ihren Leistungen absolut überzeugt. Die Karten, sollten sie denn mal irgendwo auftauchen, könnt ihr euch getrost besorgen. Ja, und damit ist jetzt tatsächlich auch das Kapitel für diesen Amiga 2000B hier erstmal beendet. Ich erkläre die Kiste hiermit für fertig und komplett ausgebaut. Und das, obwohl noch zwei Zorro-Slots frei sind. Man könnte also durchaus noch etwas hineinbasteln in die Kiste, aber ich bin der Ansicht, dass das Ding jetzt gut genug aufgebaut ist. In diesen Zustand wollte ich ihn von Anfang an bringen und damit bekommt er nach langer, langer Zeit. Wann haben wir eigentlich mit dem Thema angefangen, Amiga 2000? Es war Folge 8 gewesen. Ja, das ist jetzt schon ein paar Tage her. Seitdem steht er hier ohne Deckel rum. Ja, aber jetzt bekommt er seinen Deckel wieder drauf. Ich habe tatsächlich alle Schrauben noch gefunden. Normalerweise verliere ich die in der Zwischenzeit immer. Da tun sich so punktuelle schwarze Löcher auf und dann verschwinden die Dinger einfach. Passiert mir ständig. Und wenn wir gerade nochmal zurückblicken, wie dieser A2000 zu uns hergekommen ist, es war ein ganz normaler Amiga 2000 mit einem 68.000er Prozessor, 1 Megabyte Chip-RAM und sonst überhaupt nichts. Wir haben den kaputten, schon auslaufenden Akku entfernt, wir haben ihm ein zweites Diskettenlaufwerk verpasst, einen A2091 Festplattencontroller, daran angeschlossen über eine A-Card SCSI auf IDE, eine 2,5 Zoll IDE Festplatte, wir haben die Workbench darauf eingerichtet und schließlich noch ein CD-ROM-Laufwerk hinzugebaut. Dann kam die Turbokarte A2620, mittlerweile ist es ja eine 30er geworden mit haufenweise Arbeitsspeicher. Und dann ging es schon los mit dem Bridgeboard A2286 plus der ganzen Erweiterungsgeschichte dort auf PC-Seite, Grafikkarte, Soundkarte und dann das große Thema Etherbridge. Das Bridgeboard-Thema ist ja noch nicht abgeschlossen, die finale Folge dazu kommt noch. Und das Ganze bis hierher zur heutigen Folge Nummer 18. Herrschaften, dieser 2000er ist nach einem zusätzlichen Invest von 550 Euro...
Ja, das muss auch mal gesagt werden. Der Spaß ist nicht billig. Ja, es tut weh. Ich weiß, als Sammler und als Bastler sollte man nicht über Geld reden, aber ich denke, es ist schon nötig, dass man das auch mal so sagt. Vor allem für diejenigen, die jetzt der Ansicht sind, sie müssten in das Hobby noch mit einsteigen. Also Leute, wenn ihr kein Geld habt, vergesst es. Ja, momentan sind die Preise wirklich idiotisch hoch. Und ganz zum Schluss wird der Verbrecher nochmal philosophisch ehrlich, wo ich jetzt die ganze Zeit mit Zeitraffern und mit Schnitten gearbeitet habe. Jetzt nochmal die Bootsequenz des Amiga 2000 in seiner jetzigen Ausbaustufe ohne jegliche technische Tricks. Die große Ernüchterung, denn so schnell wie bis jetzt gezeigt ist die Kiste tatsächlich nicht. Einstweil soll es das nun für diese Folge gewesen sein. Adele, ciao und bye bye, euer Mick.